Diablo 4 will 14 Euro für Cosmetics, die ihr vielleicht schon besitzt. Hier seht ihr den Tod in Havisar, ein Totenbeschwörer-Outfit aus dem Shop. Und hier seht ihr ein Ingame-Transmog, das man sich ganz normal gratis im Lauf des Spiels verdient. Man muss schon sehr genau hinschauen, um da noch einen Unterschied zu sehen. Und irgendwo könnte man das sogar positiv sehen, denn nun muss man den Shop noch weniger benutzen. Er ist rein kosmetisch und du kriegst ganz ähnliche kosmetische Sachen teils sogar gratis im Spiel. Nur wenn man sich das erst kauft für 14 Euro und dann rausfindet, man hätte es gar nicht tun müssen, um so auszusehen, dann könnte man sich vielleicht ein bisschen verarscht fühlen.